Das ist sie, die älteste Briefmarke Deutschlands, der Schwarze Einser. Erschien am 1. November 1849. Ein Brief, der direkt an diesem Tag mit dieser Briefmarke verschickt wurde, kam heute in Wiesbaden unter den Hammer. Und dabei wurde der Startpreis von 250.000 Euro deutlich übertroffen. 440.000. Zum Dritten. Knappe 2,5 Minuten lang wird im Wiesbadener Auktionshaus geboten. Dann ist klar, der Schwarze Einser geht an einen anonymen Meistbietenden aus Deutschland für über 400.000 Euro. Die begehrte Briefmarke wurde vor 175 Jahren in den Umlauf gebracht. Sie gilt zusammen mit dem Brief als einzig existierende Post vom ersten Verwendungstag des Schwarzen Einsers. Auch Joachim Fritsch aus Hamburg ist an diesem besonderen Vormittag in Wiesbaden dabei. Ich habe zuerst noch mitgeboten und dann aufgegeben. Nein, also ich hätte mit dem Preis nicht gerechnet, das muss ich schon sagen. Das ist schon ein tolles Ergebnis. Und immer wieder, das zeigt, dass es noch Leute gibt, die sich für Briefmarken interessieren. Den Brief mit dem Schwarzen Einser schickte ein Handelsreisender 1849 innerhalb des damaligen Königreiches Bayern an den Geschäftsmann Salek in Hengersberg und ließ ihn wissen, dass er in 2 Tagen bei ihm sei, um seine Bestellungen entgegenzunehmen. Kurz vor Schluss haben sich dann die Bieter zusammengerafft und wir wussten vorher gar nicht, wer am Ende den Brief kaufen wird. Wir sind alle glücklich. Der Schwarze Einser, ein besonders begehrtes Sammelobjekt und ein Zeitzeuge der zwischenmenschlichen Kommunikation. Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie gehörte zu den großen Schauspielerinnen ihrer Generation, bekam 2 Oscars. Bekannt ist Smith unter anderem für ihre Rollen in den Harry Potter-Filmen und aus der Serie Downton Abbey. Premierminister Starmer würdigte sie heute als einen wahren nationalen Schatz. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. September.